Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines, hier bei Heisenberg zockt. So, die Schiffchen sind unterwegs, wunderbar, das heißt der Frachthafen läuft. LKWs haben wir auch genau, das heißt dann wiederum, dass die Schiffe nicht leer fahren. Was machen die denn hier? Die üben Tropico 6, guck mal, die stellen das nach. Die Schiffe dort können das nämlich auch, das einfach durcheinander durchdüsen. Naja, sie haben ja recht, was sollen sie tun, wenn sie keinen Platz haben? Anders geht's dann halt nicht. Aber cool hier das Teil. Ja, gut. Lasst uns mal kurz zu den Kanälen gehen. Wie sieht das denn jetzt hier mit Wasser aus? Weil ich würde ganz gerne eigentlich die Fähre hier durchschicken. Aber ja, das wird halt schwierig. Weil hier geht es dermaßen aufwärts. Ich weiß nicht, ob diese Pumpen da viel bringen. Aufwärts geht es halt trotzdem. Das Wasser möchte nicht aufwärts fließen. Das könnte hier tatsächlich schwierig werden. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Hier hinten haben wir doch den anderen Kanal. Hier unten haben wir Wasser. Hier haben wir auch Wasser. Passt, die Züge fahren schön lang. Hier vorne, da wird es ein bisschen dürftiger, was das Wasser angeht. Aber, und hier haben wir gerade gar keins. Okay, hier brauchen wir nochmal ein, zwei Pumpen. Die haben wir schnell installiert. Das waren die hier. Hier einmal und hier bitte einmal. Dankeschön. Im Stromnetz. Jawohl, da hängt er schon mal drin. Aber ihr braucht natürlich noch die Rohre. Die kriegt er. Wir sind ja keine Spielverderber. So, mal schnell gucken. Wo haben wir denn hier Wasser? Haben wir hier nirgends Wasser? Hier haben wir nirgends Wasser. Da hinten. Gut, gehen wir einmal quer rüber. Das passt ja auch. Gut, also hier wird auch gepumpt, hier wird gepumpt. Und hier haben wir wieder Wasser. Ich würde sagen, wir müssen dem Ganzen einfach ein bisschen Zeit lassen, dass das irgendwie in die Gänge kommt. Was ich eben auch noch machen möchte, ist dringend mal endlich unseren IT-Cluster installieren. Da haben wir das Problem, wir haben die Nachfrage im Moment nicht. Es kommen zwar Leute in die Stadt, das sieht man hier. Aber, ja, so richtig Nachfrage, ein bisschen. Wobei, Moment, IT-Cluster, jetzt muss ich tatsächlich nochmal schnell gucken. Der IT-Cluster war, wo haben wir den? Hier. Das ist ein Bürogebäude, genau. Also habe ich Käse erzählt, wir müssen nämlich Bürogebäude erstellen. Und nicht Gewerbe. Das heißt, wir brauchen die Nachfrage hier bei der Industrie und müssten dann diese blauen einzeichnen. Genau, die Nachfrage. Bei der Industrie ist allerdings auch eher mäßig. Das heißt, wir werden jetzt hier erstmal gucken wegen dem Gewerbe. Wo hättet ihr gerne Gewerbe? Überall haben wir noch ein bisschen Platz hier, was die Einzeichnungen angeht. Ja, hier unten. Ja, hier ein Gewerbegebiet mitten rein. Nein, möchte ich nicht, aber vielleicht hier. Wobei, wir brauchen ja wahrscheinlich auch noch den ein oder anderen Platz hier für unseren Abholzungsgebiet. Da möchte ich auch nicht reinpfuschen. Wo möchte ich denn reinpfuschen? Hier hinten ein bisschen Gewerbe. Ja, hier haben wir doch eigentlich genug Platz. Machen wir doch hier eine Ladung hin. Warum nicht sogar hier unten? So, einmal so und einmal so. Und hier vorne vielleicht nochmal einen kleinen Wohnbereich hier dem Strand entlang. Haben wir da Nachfrage? Ein bisschen haben wir. Wir machen das jetzt einfach mal. Da passt natürlich nicht allzu viel hin, das ist mir klar. Muss aber auch nicht. Das soll einfach irgendwie ein bisschen, ja, Strandfeeling geben. Ist es ein bisschen. Mal gucken, ob es klappt. Oh, Wasser haben wir keins. Das werden wir natürlich beheben. So, irgendwie hier lang, da wieder rein. Wenn es denn geht, es geht. Und dann passt das soweit auch. Gut, die Straße weiterziehen können wir dann auch mal noch bei Gelegenheit. Allerdings im Moment haben wir keinen Bedarf. Geld verdienen wir eigentlich mehr als genug. Wir haben 1,6 Millionen. Da müssen wir nicht viel machen. Was könnte man denn machen, wenn man keine Nachfrage hat? Eben, der Kanal wäre eine Idee. Aber, wobei, ich gucke jetzt nochmal. Hat das schon eine Wirkung gezeigt hier unten? Ja, hier haben wir Wasser. Das funktioniert. Okay, jetzt ist halt die Frage, wie kriegen wir hier hinten Wasser rein? Weil meine Idee wäre eben schon, dass wir irgendwie hier außen rum gehen. Hier alles entlang. Hier rüberdüsen. Da brauchen wir die Kachel noch. Was hat jetzt Puff gemacht? Habe ich irgendwas gebaut aus Versehen oder abgerissen? Bitte nicht. irgendwas hat Puff gemacht. Na egal. Dass wir hier rauskommen. Hier durch. Hier unter der Brücke durch, hier hinten wieder rein und dann hier entlang. Das wäre mal eine Idee. Auf der anderen Seite, wir hätten hier nochmal einen Kanal. Hier kann man zwar nicht weiter, weil da haben wir gesagt, oh, es brennt. Nee, das haben wir nicht gesagt. Wir haben gesagt, das geht hier unterirdisch weiter. Auch wenn das natürlich nicht wahr ist, aber das kann man sich zumindest vorstellen. Haben wir denn hier unten Feuerwehr? Die kommen wieder mal nicht durch, sehe ich das richtig? Ja, jetzt hat es aufgehört zu brennen. Aber hier brennt es noch. Doch, doch, da ist die Feuerwehr. Guck mal. Wir können ja mal ganz schnell in den Ego-Modus gehen. Wenn schon brennt, dann wollen wir uns das natürlich nicht entgehen lassen. Ja, da sind sie am Löschen. Sehr schön. Bitte der Rest vom Verkehr bitte warten. Wir haben hier zu tun. Dankeschön, lieber Traktor.
Und das Teil steht, glaube ich, sogar noch halbwegs. Oder muss ich da was reparieren? Nö, die Holzfirma lebt. Das hier könnte man wahrscheinlich abreißen. Historisches Gebäude, nee, dann... Oder, nee, das kann ich anklicken. Genau, wenn ich da auf historisches Gebäude klicke, dann wird das sozusagen gespeichert und nicht abgerissen. Und auch nicht gemoddet. Also, nicht gemoddet, sondern geskillt. Gut, jetzt eben, von wegen hier lang. Wir haben ja auch nicht den Platz, um noch so einen Fährhafen hinzustellen. Das macht also eigentlich gar keinen Sinn, hier rein zu düsen. Wenn, dann hier. Jetzt gucke ich mal schnell, ob wir die Kachel haben. Nein. Was brauchen wir denn als nächstes? 38.000 Bewohner, wir haben 30,6. Dauert noch ein Momentchen, dann kriegen wir aber eine Kachel. Und dann würde ich sagen, dann wäre das hier hinten fällig. Und dann machen wir das, dass wir dort durchdüsen. Wir können ja schon mal den ersten Schritt machen. Also sprich, dass wir hier oben das Ganze langziehen. Das würde dann heißen, dass wir irgendwo hier vorne anfangen. Ich muss mal gucken, haben wir die Fähre überhaupt? Ich dachte ja. Doch, doch, die hat man, glaube ich, relativ schnell. Also hier haben wir ein Depot. Hier haben wir eine Fährhaltestelle. Dann haben wir noch Fährhaltestellen irgendwie mit Busknoten drin. Genau, kann ich mich erinnern. Was ist das hier? Ein Fährkai. Eine große Haltestelle für zwei Fähren gleichzeitig. Könnte man hier unten irgendwo installieren? Vielleicht sogar hier? Das ist doch gar nicht so schlecht. Das muss ja nicht im Kanal drin sein. Wir benutzen dann einfach den Kanal. So, einmal zack. Sitzt, passt, wackelt, hat Luft. Und dann eher was Kleineres vielleicht hier hinten. Wir schauen mal wo. Zum Beispiel hier. Dass hier so ein Teil ist. Fährendepot. Ach, Fährendepot brauchen wir natürlich nicht. Aber eine Fährhaltestelle wäre gerne gefragt. So, einmal hier. Und dann, warum nicht hier vorne auch nochmal? Vielleicht hier. Beim Ausgang oder eher so ein bisschen städtisch noch, dann mit einer Brücke rüber. Ich würde so machen. Zack, haben wir. Dann haben wir drei solche Stellen. Jetzt fehlt natürlich noch der Fährweg. Was aber auch fehlt, ist eben genau dieses Depot. Und das hätte ich gerne. Warum nicht hier unten oder hier daneben? So ein bisschen mit Abstand. Das ist ja genau am Strand, das ist klar. Nehmen wir es mal hier hin. Ich hoffe, ich kann da die Straßen irgendwie noch verbinden. Das ist Käse. Ich mache es hier hin. Eben wegen der Straße ist es Käse. Ich habe es eigentlich gerade selber noch gesagt. So, Sträßchen. Irgendwie gerne mit Kurve. Sagen wir mal da rein. Okay, und hier hinten das Ganze. Na, jetzt. Irgendwie hier rauf. Ja, machen wir das so. Zack, das sieht doch eigentlich ordentlich aus. Strom haben sie nicht. Kriegen sie. Jetzt hier wegen der Straße. Dann machen wir das Ganze einfach so, dass wir da reindüsen. Ja, jetzt haben wir natürlich dann auf dem Feldweg, je nachdem, tatsächlich auch noch Verkehr. Aber das lässt sich jetzt auch nicht verhindern. Ich hätte jetzt, wenn ich jetzt so rübergekommen wäre, hätte ich das eigentlich so gebaut, dass wir da nochmal eine Brücke haben. Ich lasse es aber, wir gehen da rein. Dann ist das angeschlossen. Und die haben Strom, das sieht man. Wasser haben sie auch. So, die bräuchten hier noch Wasser. Komme ich da wieder nicht über den Kanal? Sieht fast so aus. Moment, wie machen wir das am besten? Wir holen uns das von hier oben, weil wir brauchen hier oben ja sowieso auch früher oder später Wasser. Ist also egal. So, einmal so. Noch einmal so. Von krumm nach schief, wie man sich das gewohnt ist. Dann hätten wir eben gerne hier irgendwie noch eine Stromversorgung. Da könnte man natürlich auch nochmal so ein Teil hinstellen. Das würde eigentlich auch Strom liefern. Zack, sehr gut. Und dann brauchen wir die Linie halt. Also, wir bauen die hier. Fährweg. Ja, Fährweg müssen wir noch einzeichnen. Von hier irgendwie hier nach vorne. Da rein. Zack, das ist einmal. Dann der Weg hier hinten, der passt. Anhalten tun sie, glaube ich, automatisch. Hier muss ich in dem Sinn keinen Weg mehr einzeichnen. Hier ist Weg und hier würden sie drehen. Ach, es wäre halt schon schön, hier noch hinzudüsen. Dass man hier noch wäre. Wisst ihr was, wir düsen hier auch noch lang. Oder wir machen zumindest mal den Weg. Dass sie die Chance haben, hier lang zu kommen. Und schau an. Nee, wir machen den Weg eben doch nicht. Hier wird's gehen, aber hier kommen wir, glaube ich, nicht lang. Wegen dem Zipfel hier, kann das sein? Außerhalb der Stadtgrenzen, ja, das ist tatsächlich wegen diesem Zipfel. Ein blöder Zipfel. Ja, gut. Eben, müssen wir warten, bis wir die Kachel haben. Dann machen wir das für den Moment mal so, wie wir es haben. Oh, die haben auch keinen Strom. Moment, kriegt er. Wir ziehen das mal noch einmal weiter. Hier hinten, wie sieht es hier aus? Die haben Strom. Die hängen da im Netz drin. Und die haben alle auch Strom. Passt. Gut. Eben. Linie. Wir gucken mal. Das ist der Fährweg. Das hier ist die Fährlinie. Wir würden gerne von hier lang nach hier
dann nach eben hier, die haben kein Wasser. Und dann drehen, anders geht's nicht. Also jetzt müssen wir wieder zurück. Wieder nach hier. Und dann wieder hier rein. Linie abschließen. Dankeschön. Und schon funktioniert das Ganze. Mehr müssen wir, glaube ich, gar nicht machen. Die Fähren fahren schon. Aber eben, jetzt hat hier irgendjemand noch von wegen Wasser, glaube ich, reklamiert. Ja, die da vorne. Okay, ist natürlich blöd. Ein Fährhafen ohne Wasser, soweit kommt's noch. So, da rein. Und schon haben wir die auch. Haben wir hier... Doch, doch, da... Boah, jetzt habe ich gedacht, wir hätten hier... Wir haben hier auch kein Wasser. Arg, guckt euch das mal an. Blöd. Wir hatten doch vorher gerade Wasser. Wir brauchen noch mehr Pumpen. Hier ist am Schluss alles voll mit Pumpen. Ich sehe es kaum. Aber was sollen wir tun? Wenn wir kein Wasser haben, dann brauchen wir Pumpen. Das ist nun mal so. Machen wir hier noch eine hin. Hier vorne ist eigentlich okay mit den Pumpen. Wir brauchen ja Pumpe und Pumpe. Anders geht's gar nicht. So, hier nochmal ein bisschen was rein. Okay. Wässerchen. Weil jetzt, wo wir... Wisst ihr was? Ich mach mal kurz. Moment. Ich mach mal kurz. Ne, ich hab schon. Ich mach nicht Pause. Ich hab schon Pause gemacht. Gut. Rühren. So, Moment. Zack, jetzt. Einmal da rein. Einmal hier rein. Einmal hier rein. Und gerne dort rein. Dann haben wir hier vorne noch zum Kollegen. Der kommt dahin. Hier haben wir noch einen. Der kommt hier rein. Und der Rest ist, glaube ich, bereits angeschlossen. Ja, und jetzt müsst ihr halt pumpen. Pumpen, als gäbe es kein Morgen mehr. Warum haben die hier kein Wasser? Haben die noch kein Wasser? Oder haben die keins? Strom haben sie. Okay. Eine Röhre haben sie auch. Da kommt noch kein Wasser durch. Haben wir irgendwie zu wenig Wasser? Verbrauch 463. Ja, wir sind hier an der Grenze. Okay, dann könnten wir natürlich gucken, dass wir hier nochmal irgendwie so ein Wasserteil hinbauen. Eine Wasserpumpenstation zum Beispiel. Haben wir eigentlich die Lager? Vorratstank. Wir haben ja das Geld, was soll's. Ein Pumpendienst, der ist bei Hochwasser, den brauchen wir gerade nicht. Machen wir doch hier hinten noch so ein Lager hin. Zack, einmal. Okay, Strömchen. Nee, kein Strömchen. Einmal rüber, nochmal rüber, geht nicht, so geht's. Und dann da rein, geht nicht. Das habe ich jetzt schon mal wieder ganz clever gebaut. Von hier rüber, das geht. Da rein, dann geht das auch. Dann können wir hier gleich mal nochmal zum Bagger greifen und das Ganze wegmachen. Okay, bringt uns jetzt in dem Sinn natürlich für da hinten nicht viel, aber so ein Wasserdingens kann nicht schaden, behaupte ich mal. Okay, angeschlossen haben wir es auch. Da, die haben tatsächlich kein Wasser. Irgendwas passt hier nicht. Moment, vielleicht mal noch auf Play gehen. Das ist natürlich auch eine Idee. Ach, die pumpen auch noch nicht. Ja, eben pumpen sie nicht. Das ist ja genau das Problem, Herr Eisenberg. Jetzt kommt das Wasser. Doch, doch, jetzt passt. Gut. Jetzt wird gepumpt. Hier auch. Ne, die pumpen noch nicht. Macht mal hier Wässerchen rein, weil sonst, ich glaube, die Fähre ist eh schon unterwegs. Kann das sein? Oder fährt die nicht? Wenn, Müllproblem, wenn das Wasser fehlt. Das könnte euch auch sein. Muss mit Linien verbunden sein. Aha. Moment, müssen wir hier tatsächlich nimm Linie von hier. Ich meine, du bist doch ein Depot. Fährendepot. Das Ding müsste doch einfach hier hinfahren. Macht's aber nicht. Wir brauchen tatsächlich erstmal noch den Weg. So, jetzt passt. Jetzt kommt die Fähre. Aber eben, viel Spaß wird sie trotzdem nicht haben. Ganz einfach, weil da hinten das Wasser fehlt. Oh, da kommen sie gleich zu zweit. Ich krieg das Ding nicht zu fassen hier. Come on. Pause. Haben wir hier. So, jetzt käme und wir lassen wieder laufen. So, ui, da kommt eine ganze Armada. Meint ihr nicht, das ist ein bisschen zu viel des Guten? Vor allem, wenn sich dann alle hier reinzwängen. Das ist doch dann viel zu eng. Das ist doch nicht mehr schön. Naja, es geht. Gut. Boah, kommen da noch mehr? Ich glaube, ich muss irgendwo beim Budget einstellen, dass sie nicht so viele Fähren verwenden sollen. Weil das ist dann doch leicht übertrieben. Aber jetzt düsen wir hier mal ein Stückchen weit mit. Schlagen uns die Rübe noch gegen die Brücke. Ja, und gucken halt, was sie machen. Sie sind eigentlich relativ flexibel. Also selbst wenn sie nicht allzu viel Wasser haben. In der Regel, ja, ich weiß auch nicht. Dann hüpfen sie halt irgendwie. Statt dass sie fahren. Und hier an den Pumpen vorbei. Das ist natürlich jetzt tatsächlich relativ eng. Mein Gott. Fähre, was machst du? Du solltest eigentlich Passagiere befördern. Und wenn du hier so rumstrauchelst, machst und tust, dann ist das natürlich relativ schwierig. So, ich muss mal schnell gucken. Nee, das geht nicht. Ich wollte eigentlich die Cam noch ändern.
Aber das Ding wackelt tatsächlich hier so in der Gegend rum. Aber es fährt. Also Wasser haben wir. Hier ist noch ein bisschen kritisch. Mal gucken, was macht sie hier. Ah, einfach mal ein bisschen Schieflage. Ja, kann man natürlich auch machen. Da, nimm Wässerchen. Da fahren, wo Wasser ist. Ja, okay. Scheint eigentlich zu klappen. Ja, jetzt muss er wieder kämpfen. Ja, und jetzt ist passiert. Echt jetzt? Aber warum pumpen die denn nicht? Nun pumpt doch. Ach, ich habe natürlich auch noch nicht geguckt, dass wir mehr Wasser haben. Hier läuft aber Wasser durch. Und Strom habt ihr auch. Ich verstehe nicht, warum die nicht pumpen. Haben wir tatsächlich hier mit zu wenig Wasser? Dann installieren wir halt nochmal ein paar solche Teile. Hier, Wasserpumpenstation wäre eine Möglichkeit. Clearfire. Skimmer slowly rates pushing floating material into the trap around the edge. Interessant, was da steht. Wir machen mal Oldschool-Variante. Wasserpumpenstation, weil die funktionieren ganz bestimmt. Und das machen wir irgendwo, wo es keinen Schmutz hat, zum Beispiel hier oben. Einmal, zweimal, dreimal. Ich hoffe mal, hier hat es keinen Schmutz. Das ist dann noch die Frage bei dem Depot. Warte nur gleich nochmal. Nicht die Kriminalität, sondern die Verschmutzung suche ich. Da. Ne, hier ist eigentlich alles okay. Gut. Auch ihr braucht eure Röhre. So, die Folge der Wasserspiele. Da ranhängen. Passt. Strom. Jawohl, da seid ihr in dem Netz drin. Das passt auch. Gut. Wie sieht es jetzt aus mit Wässerchen? Ui. Okay. Da haben wir jetzt aber Gutes getan mit den drei Pumpen. Und hier bei der Abwasserproduktion, da müssen wir auch nochmal zuschlagen. Das wäre dann irgendwie hier oben. Wo haben wir die anderen hingestellt? Wo sind unsere Clearfire? Irgendwo, wo es eben nicht schmutzig ist, mit Sicherheit. Da haben wir eine ganze Armada. Wir haben doch aber, glaube ich, nochmal irgendwo angefangen. Hier oben könnte man eigentlich auch. Eben dort, wo wir keine Verschmutzung haben. Das war meinetwegen. Die hier unten hinstellen und hier ein ganzes Lager machen. Da brauchen wir aber zuerst die Straße. Du bist zu dünn. So, wir nehmen dich mal mit nach hier oben. Mal hier hin. Dann gibt es hier eine Kurve. So, und die Kurve, die düst hier dem Kanal entlang. Geht nicht? Geht nicht. Ort bereits belegt. Ach, da ist noch so ein Feuerturm. Okay, da machen wir hier kurz eine Kurve rein. Und dann passt das. Hier lang. Und hier so. Und dann eine Kurve hier runter. So hier lang. Und dann irgendwie da rein. Wenn es irgendwie geht. Ja, warum nicht sogar dort ein bisschen Höhe gewinnen. Gut. Jetzt die Clearfire schnappen. Wasser. Das war hier. Das sind die großen. Genau, wir nehmen mal die großen. Eins und Teil. Zwei. Drei. Und auch die natürlich wieder an die Röhre ranhängen. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Hängt. Wir können ja noch eine Sicherheitsröhre ziehen. Hier runter. Und schon wieder Strom. Solche Wassertürme haben wir eigentlich auch viel zu wenige. Wir stellen dich mal zack hier hin. Da darf es natürlich auch nicht schmutzig sein. Und jetzt muss ich dran denken, dass ich da nochmal zurück muss. Ich habe nur gerade den Wasserturm gesehen. Deswegen wollte ich da gerade noch kurz was machen. Also Strom. Ja, das können wir relativ einfach handhaben. Indem wir das so machen. Und jetzt sollte das hier eigentlich auch schon funktionieren. Wir können da mal kontrollieren, sobald sie hier am Netz sind. Ja, das ist eigentlich jetzt schon viel besser hier. 550, 627. Gut, also Wasserprobleme sollten wir keine mehr haben. Dann gehen wir mal zurück zum Thema Fähre. So, da fahren sie. Doch, doch, jetzt hat es geklappt. Jetzt kommt hier auch Wasser raus. Wahrscheinlich hatten wir tatsächlich einfach generell zu wenig. Hier unten ist die Haltestelle. Gut, aber ihr seht schon, genau. Da fehlen auch noch Straßen. Wir müssen diese Fährehäfen auch mal noch irgendwie anschließen. Das wird hier noch schwierig. Komme ich hier irgendwie raus, ohne dass ich das Feld vernichte? Nein. Schade eigentlich. Wo könnten wir denn noch hin? Haben wir hier eine Brücke? Nö. Ein Bahnübergang wäre hier möglich. Machen wir doch hier einen Bahnübergang. Zack. Zack. Hier runter. Dann mit einer Kurve nach hier. Da rein. Und von hier aus kommend. Ja, wo gehen wir denn hier hin? Vielleicht sogar hier rüber. Das wird schwierig. Nee, das bringt's nicht. Einfach, dann machen wir das so, dass wir das schon mal ein bisschen einzeichnen hier. Machen wir mal so. Okay, einmal den Gleis entlang. Das passt eigentlich auch schon. Und da wieder rein. Gut, dann hätten wir den Hafen angeschlossen. Hier hinten haben wir nochmal das gleiche. Genau, da haben wir nämlich auch nichts. Was machen wir denn mit dir? Hier haben wir auch nicht wirklich ein Straßennetz. Also da hinten haben wir eins. Zack, hier rauf. Und hier.
vielleicht doch irgendwie mit einer Brücke rüber. Dass wir hier mal ein bisschen Höhe generieren. So raufgehen. Wir bauen die Brücke jetzt mal so. Und dann hier mit einer Kurve. Ja, da brauche ich tatsächlich wieder die Move It Mod. Dass ich erstmal die Kurve hier rüber mache. Sagen wir mal so. Dann schnappen wir uns das Teil wieder. Oh, was war das? okay. Einfach rüberziehen. Genau, nämlich so. Ja, ist ein bisschen zu wenig geschwungen. Gefällt mir nicht so. So sieht es eigentlich besser aus. Hier wieder zumachen. Dann schnappen wir uns wieder die Straße. Und gucken mal, wie wir hier wieder runterkommen. Ich würde mal sagen so. Und dann Page Down wäre eine Möglichkeit, dass wir so auf den Boden zurückkommen. Und irgendwie wollten wir hier nicht auch noch rüber, weil was wollen wir denn hier? Was ist denn das jetzt wieder? Eigentlich müssen wir ja hier auch noch rüber. Das habe ich eigentlich ganz falsch gemacht. Moment, kappen wir nochmal. Keine Angst, das dauert jetzt nicht so lange wie beim letzten Mal. Wir müssen das einfach mitnehmen und hier rüberziehen. So, gut. Also, dann die Straße wieder schnappen und dann können wir doch irgendwie hier unten rein. Naja, aber nicht so gebogen. Das machen wir gerne mal so. Und dann irgendwie... Ja, geht nicht. Moment, jetzt bin ich wahrscheinlich sogar zu nah dran. Nee, das ist irgendwie von links nach rechts und wieder rüber. Nö, möchte ich nicht. Nehmen wir weg. Schnappen uns das nochmal. Irgendwie so. Dann haben wir einen kleinen Bogen drin. Das ist in Ordnung. Gut, also eine Brücke haben wir, einen Anschluss haben wir. Dann haben wir auch den Fährhafen. Das passt doch eigentlich alles soweit. Vor allem haben wir den Effekt, dass die Fähren tatsächlich fahren. Die Fähren fahren. Doch, doch, nicht die fahren Fähren. So, schnell hier rüber. Wie sieht es jetzt hier mit dem Wasser aus? Besser oder halt leider auch noch nicht wirklich ideal. Wo ist denn hier der Kanal? Man reicht ihn mir. Aha, schlängelt sich hier runter das Wasser. Also das müsste eigentlich schon auch gehen. Hier hinten, das geht. Da kriegen wir die Fähren durch. Aber da machen wir eine zweite Linie. Die eine Linie, die fährt jetzt da lang. Und die andere, die fährt hier lang. Und hält hier. Also, wir schnappen uns nochmal kurz. Das Teil hier, genau, Fährhaltestelle. Und machen wir hier unten am Strand so ein Teil hin. Dann gibt es hier so ein Teil. Und dann gibt es hier oben noch so ein Teil. Ja, genau. Zack. Und dann einmal außen rum. Hier lassen wir es. Und dann geht das da dann zurück. Aber eben, da brauchen wir dann zuerst die andere Kachel. Ich würde sagen, wir machen jetzt für den Anfang mal die Linie hier lang. Beziehungsweise den Fährweg. Den haben wir, den haben wir, den haben wir hier. Der Fährweg wäre von hier nach da. So, einmal hüpfen nach hier. Und dann von hier eigentlich hier rein. Passt. Und hier hinten, ja, da müssen sie drehen. Oder sie können ja hier wieder nach vorne düsen. Moment, das machen wir so. Dass sie hier außen rumfahren. Und da müssen wir mal gucken, wie wir das dann machen. Wenn wir das irgendwie verbinden wollen. Also, dass beide Strecken sozusagen zusammenlaufen. Klappt das? Das müsste eigentlich klappen. Dann ist er aber hier und dann müsste er eigentlich nach da. Sehe ich das richtig oder wo startet der? Der startet dort. Kriege ich das noch da rein? Nein. Na, mal gucken, ob das funktioniert. Sonst muss er hier drehen. Nee, das ist natürlich nicht ideal. Kann ich den abreißen? Jawohl. Okay, reißen wir nochmal ab und gucken nochmal. Eigentlich müsste er ja tatsächlich da rein. Das scheint aber nicht so zu klappen. Das würde klappen. Jetzt hier eine Kurve. Ich guck mal. Und dann da rein und dann zurück. Also das müsste vom Weg her eigentlich klappen. Ja, ihr habt natürlich alle wieder kein Wasser und kein Strom. Das ist mir klar. Einmal so. Und einmal von hier oben hier runter. Und wo ist das andere Teil? Hier hinten. Das hängt hier eigentlich am Wasser. Das passt. Dann gucken wir noch schnell wegen dem Strom. Die haben nicht. Einmal hier runter. Zack, zack, zack. Und hier hinten... Ja, da holen wir uns den Strom einfach von hier oben. Gut, sonst noch jemand ohne Strom? Nee, das funktioniert. Gut, die Linie. Die hatten wir hier hinten. Zack, das wäre dann mal von hier. Da rein. Jetzt geht er da rein. Moment, das müsste aber schon passen. Geht nach hier. Geht nach hier oben. Geht hier runter. Ja, und dann wieder da rein. Linie abschließen. Müssen wir jetzt noch finden. Wo schließe ich hier die Linie ab? Hier vorne, das geht nicht. Interessant. Aber eigentlich wäre es eingezeichnet, wäre es richtig. Ich möchte nur hier keine Haltestelle hinzufügen. Oder soll ich hier eine Haltestelle hinzufügen? Und jetzt? Die Linie ist in dem Sinne nicht abgeschlossen. Sehe ich das richtig? Wir müssen halt wieder zurück.
Moment. Geht das? Ich teste mal. Ja, Haltestelle hinzufügen. Hier unten Haltestelle hinzufügen. Haltestelle hinzufügen. Wie viele Haltestellen will der denn da unten noch? Also irgendwas stimmt hier definitiv nicht. Oh Gott. Nochmal eine Haltestelle hinzugefügt. Ich kann die Linie nicht abschließen, aber irgendwie die... Also das sieht doch so aus, als würden sie fahren. Und zwar so, wie sie eigentlich sollen. Ich gehe mal raus und gucke mal. Ja, jetzt haben wir hier halt tatsächlich irgendwie einen Fehler drin. Okay, das schnell löschen. Na, lösch. Jetzt löscht er nicht mehr. Wie kriege ich eigentlich die Linie jetzt hier wieder weg? Kann ich das mit Delayed? Halt, Moment. Nee, das geht nicht. Mit Delayed geht's nicht. Mit Rechtsklick auch nicht. Wie kriege ich denn die olle Linie da wieder weg? So vielleicht. Linie zum Hinzufügen? Nein. Neue Linie? Nein. Haltestelle? Nein. So, nimm das weg. Okay. Und jetzt... da runter? Was machen die denn? Die fahren da runter? Und dann müssten sie... Ich weiß es nicht. Ich weiß vor allem tatsächlich nicht, wie ich hier... Ja, jetzt stimmt gar nichts mehr. Moment, ich nehme das nochmal weg. Das müsste doch eigentlich klappen, wenn ich hier einfach einen Rechtsklick mache. Haltestelle entfernen, bitteschön. Nee, geht nicht. So geht's. Okay, neue Linie hinzufügen. Jetzt haben wir die Linie weg. Gut, das hätten wir schon mal. Hier hinten ist die Linie noch drauf. Okay, wir müssen das neu machen. Ich glaube, das funktioniert auch nicht, weil der kommt ja nicht aus dem Depot. Ich teste das mal nochmal. Fährlinie. Nee, das geht nicht. Aber eben, hier anfangen. Hier runter. Neue Linie hinzufügen. So, mal gucken, ob es jetzt klappt. Hinzufügen. Hinzufügen. Einmal außen rum. Wieder hier hin. Da, Linie abschließen. Jetzt haben wir es zwar nur in eine Richtung, aber wir haben es trotzdem noch geschafft. Ja, manchmal ist es tatsächlich besser. Mal klappt es aber nochmal. Und guckt nochmal, wie das geht. Gut, die Folge ist eigentlich schon lange rum, aber wir haben hier noch ein Abfallproblem. Dem werden wir auch mal noch kurz nachkommen. 250.000, wir haben 1,8 Millionen. Lärmbelastung. Wir nehmen das Teil und hängen das hier hin. Schaden kann es nicht, würde ich behaupten. Dann kommen die hier auch ohne Müll nachher zu Rande sozusagen, beziehungsweise haben dann eben keinen Müll mehr. Also Wässerchen haben wir. Das passt. Ist denn hier schon eine Fähre unterwegs nach hier unten? Ja, da kommen sie angeschossen. Sehr schön. Können wir mal gucken. Schreiben wir mal in der nächsten Folge noch mit ein. Danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis denne. Tschüss.